So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry 4 hier auf meinem Kanal. Wir sind ja gerade dabei, schon noch so ein paar Missionchen da nebenbei zu machen. Ach, Missionchen, wie süß, ne? Nebenbei machen wir hier ein paar Nebenaufgaben. So werden wir jetzt zum Beispiel da mal gucken, was dieses komische Männchen da bedeutet nochmal. Du hast meine Familie gerettet. Ja. Und da ich nicht weiß, wie ich dir sonst danken kann, bleibe ich beim goldenen Pfad. Ja, super. Hey, AJ! Hey! Wie läuft's? Gut, und selber? Kann ich das Ding hier drehen? Ne, haben wir schon gedreht. Gut. Wo ist denn jetzt hier die Mission? Hier liegt doch einer. Kann man die noch durchsuchen, oder was? So, und schon müsste der dann entfleuchen. Macht ja alles hier. Also, das kostet ja alles Kapazität. Na komm. Ich kann helfen. Sprich weiter. Gelobt sei Kyra. Ich bin auf der alten Farm. Ich schick dir die Koordinaten. Bitte okay. Beeil dich. Ja, bin da schon Halte vorbei. Durch. Ich bin auf dem Weg. Hetz mich nicht. So, dann nehmen wir mal hier die Karre. Ja, alte Farm. Unsere alte Farm. Ah ne, es war nicht anders. Ja. Ah. Ja, gut. Jü, nee, ja doch. Dumpty. Oh. Aber ein Tier retten, dann nehmen wir doch mal lieber das LMG. Dachchen, Leute. Den Göttern sei Dank. Die Hunde haben sich zurückgezogen. Aber ich höre sie noch. Leg ein paar Minen. Das könnte die Hunde aufhalten und uns Zeit verschaffen. Wieso? Kommen die auch von oben, oder? Die Hunde sind tollwütig und dürfen die Zivilisten nicht beißen. Der Pleur okay. Nutzt sie, um seine Opfer zu foltern. Aber einige sind entkommen und haben die anderen angesteckt. Ja, dann... Freudige Hunde! Scheiße, da kam ja immer mehr. Glaub, wir sind noch nicht fertig. Aufpassen! Mann. Da kommen auch wieder welche. Die Biester sind bösartig. Sie sind krank. Dank Depleur. Ja. Achtung! Das war's jetzt? Bitte. Siehst du noch welche? So, die Fälle können wir ja eh nicht nehmen, weil die sind ja bei tollwütigen versaut, ne? Sei mal beschädigtes Fell oder versautes Fell irgendwie so weit fand ich da mal, oder? Dann zeig doch mal. Ah ja, 25, 25, nö. Giftige Haut, siehst du, können wir eh nicht verkaufen. Scheiße. Aber wir können uns hier die Munition wiederholen. Rupien-Bonus erhalten. Halla, die Waldfee. Das macht doch Spaß. So, haben wir die Mission. Was kommt denn dann noch? Ihr Kyrat-Film-Rennen, die machen wir mal in einer extra Folge. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Unbekannter Ort. Was ist denn Posten? Was sind das hier? Der Film überleben. Aber guck mal, da ist so eine Maske. Ach ja. Bin ja mal gespannt, was man hier bei den einzelnen Sachen so kriegt, wenn man die mal alle fertig hat. Da müsste man auch aufpassen, was man kriegt, aber naja. Alter. Aber das mit den Autos wundert mich noch. Was für Fahrzeuge muss ich denn hier noch nutzen? Das ist schade, dass das nirgendwo steht. Aber ist natürlich dann auch diese Sammelaufgabe. Steig einfach in jedes Fahrzeug, was du siehst, und irgendwann wirst du schon das Richtige dabei haben. So nach dem Motto. Ja.
und lesen. Ich schmecke das Eisen in ihrem Blut in dem Moment, da es auf Luft trifft. Die Ziege. Naja. Das ist eine Aussage, die kann man so unterstützen, wenn man möchte. Man kann es aber auch lassen. Ne? Also, das ist ganz wichtig. Man muss nicht immer alles unterstützen. Kann man hier den Mani-Mühle. Das ist ganz schön. Oh, eine Höhle. Hm. Was ist denn hier? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist angeschossen. So. Hier und. Ups. Kommen wir noch weiter? Nee, da muss man irgendwie da hoch, um diesen unbekannten Ort noch zu finden. Lass mich jetzt rollen. Ich muss auch nicht, ich muss da von oben ranfahren. Suchen wir doch mal unser Glück hier lang. Hier unten ist erstmal so ein Haken-Dingens. Putsch und immer abseilen. Wir stöhnten ja eigentlich so. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Wisst ihr Bescheid? Nee, 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 nee. Nun komm. Das haben wir aber schon schneller gesehen. Ich wäre schon längst oben gewesen. Ah, nee, nee, da. So, und dann dort hoch. Nun komm. Ach, kann ich gar nicht. Dann muss man hier ein bisschen runter und. Rüberschwingen. Schwing dein Ding. Da da da. Da da da. Da da da. Da 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 da. Gut. Alter. Stellt ihm ein Gewehr ein. Ist doch voll. Scheiße. Was ist hier für ein Fahrrad, Alter? Wo komme ich denn hier überhaupt hin? Wo bin ich überhaupt? Oh, den Honigstab. Oh. Was ist denn hier? Der sieht ja süß aus. Machen wir einfach mal ein Bild von. Ne? Für das Fotoalbum. Hier, und das war's jetzt. Ich wollte da. Sag mal. Ich muss doch irgendwie auf diesen Berg kommen. Da. Gut. Hey, das ist ja ein Weg. Schön wäre jetzt ein Helikopter. Hm? Na, was sagt ihr? Heli? Ja, endlich, jetzt sieht doch noch aus nach einem Weg nach ganz oben. Von hier unten müssen wir noch mal hin. Schiete. Ratten auf dem Berg. Die allseits berühmten Bergratten sind das hier. So.
Auch die Honigdachse auf dem Berg, die Berghonigdachse. Oder Honigbergdachse, man weiß es nicht genau, wie man sie nennen soll. Da diese Art vom Aussterben bedroht ist. Nicht, dass sie mich jetzt stören würde oder so. Oh, Wahnsinn. Ja, hier oben haben wir dann den kleinen Ort oder den unbekannten Ort, der jetzt bekannt ist. Eklo-Bainu-Gipfel. Das heißt, wir haben gerade den Eklo-Bainu bestiegen. Geierfedern. Beschädigtes Fell. Ach, gehen wir doch nicht auf den Keks. Ne? So, welche Richtung war denn jetzt hier die... Da. So. Gut. Rutsch. So. Nee, ne? Dann nie. Scheiße. Ja, machen wir jetzt ganz easy. Easy. Wir merken uns mal dieses Reisen mal. Wo sind die, die nächste Parkstadt? Da haben wir ja einen Heli. Wir holen uns den Heli. Ist besser. Das geht mir jetzt ein bisschen auf Kekse, das gibt Kraxel da. Zumal wir mit dem Heli natürlich ein bisschen Zeit sparen, was ja auch schön ist. Komm, Gas. Komm mal. Fällt mir gerade was ein. Zum Thema Fahrzeuge, die wir noch nicht hatten. Warte, Fortschritt. 15. Und? Warte mal, doch schon. Ah ja, stimmt. Ah, fuck, Alter. Aber ich glaube, ich brauche dann wirklich mal eine Liste der Fahrzeuge. Weil wir haben doch eigentlich jetzt alles schon mal. Gut, wir könnten passanten mal so einen Bus abnehmen, der hier mal schon hochlangt. Der hat so einen Filmbus. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Warte, hier ist eine Maske. Gehen wir natürlich mit. Mal die Kiste. Das ist natürlich. Mit der Maske. Da bin ich gerade nur eine Leiche. Ist da oben, wa? Aber wir müssen ja auch die Nachricht der Ziege noch lesen, also von daher müssen wir da irgendwie hochkommen. Gut, aber wo ist denn... Ach da. Rutsch. Atme ein, aus dem Holz schnitze ich die Augen, aus dem Holz fertige ich den Mund. Wenn ich dich mit einer Maske segne, nimmt der Lunge einen weiteren Atemzug. Die Ziege. Na ja, gut. Ist Ansichtssache, ne? Süps, was haben wir hier? Was haben wir? Bannerschuhe ist Eifersucht. Bannerschuhe hat ja Lungen betrogen. Bannerschuhe wird nur in den Tod führen. Wird
euch nur in den Tod führen. Vergoldet eure Worte nicht an diesem Ort, ihr habt nur noch wenig übrig. Die Ziege. Wieso hatten die Ziege hier zwei Nachrichten gelassen? Muss ich das verstehen? Ja. Ist ja egal. So, hier unten ist eine Kiste. Dann nehmen wir unseren Hedli wieder, wenn wir hier wieder hochkommen. Fuck. Haben wir jetzt ausgespielt? So. Dämlich und Keks. Scheiß Royal Army. Ich hasse euch. Na schön. Also ist diese Maske irgendwie, wenn wir auch diesen Erfolg der Exorcist uns nehmen, ist diese Maske tatsächlich in gewisser Hinsicht irgendwas Böses. Ne? Deshalb entfernen wir die. Das ist sehr gut. Damit habe ich wieder etwas gelernt. Das ist hier vorne, waren wir da schon mal? Was finden wir hier? Hier finden wir eine Kiste. Da liegen Waffen rum. Nicht schlecht. Platz da. Hallo. Ich muss hier durch. Doktor. Nicht wirklich, aber hilft manchmal. Also ich bin Held. So, Buch kann man nicht nehmen. Gut. Hier liegt wieder was. Hier von der Ziege. Armeen, ich habe gerade Nachricht von meinem Kumpel Arjun erhalten, der eine ziemlich coole Schwarzbrennerei südlich von Shannat hat. Er sagt, dass die Armee in Nurs Einflussbereich alle verhaftet Iraxi brennen und sie in eine Art Schwarzbrennergefängnis sperrt. Jedenfalls werde ich unseren Kram verstecken, nur für den Fall, dass die Blurs Handlanger kommen und nach unserem Gewinn suchen. Ich bringe alles in die Höhle auf dem Hügel hinter den 7 Schätze Außenposten. Vergiss nicht, diese Nachricht zu verbrennen, wenn du zurückkommst. Okay? Nee, nochmal, wo? Ich bringe alles auf den Hügel hinter den 7 Schätze Außenposten. Müsste ja hier irgendwo sein, ne? Ja. Gut. Ist hier sonst was zu holen? Ja, nein. Schnell hoch. Ich höre Hunde. Oder Wölfe. Ist einfach im Prinzip dasselbe. Ob Wolf, ob Hund. Alle haben sie anscheinend. Ey, die Reime werden immer besser. Bald kann ich Hip-Hopper werden. Dann schmeiß ich das Studium. Ich hoppe ganz hip durch die Welt. Dorf, komm, Junge. Das ist doch kein Dorf. Das ist eine Hütte. Also wenn eine Hütte schon ein Dorf ist, hey, weißt du, dann sind hier manches, was ich als Dörfer bezeichne, richtige Metropolen. Naja. Gut, warum auch immer. Wir fliegen weiter. Wo muss man jetzt hin? Da waren wir schon. Genau, da wollen wir hin. Sehr schön. Komm, gib Gas. Wir haben doch nicht ewig Zeit. Ne? Es gibt doch Sachen, die dauern an. Und es gibt Sachen, die sind ganz schnell. Hier ist eine Sache, die dauert an. Das ist eine Höhle. So, warte mal. Jetzt bin ich mal tricksig. Da!
Naja, so, wo sind wir denn hier? Weißt du? Ja, das Landen hier klappt, ich weiß ja nicht, ne? Schon ganz schön an der Kante. Rini, bleib bitte hier. Ja, oh. Oh, gut doch. Meine? Murangeld-Tagebuch. Sehr schön. Also ich denke mal, dass wir die Murangeld-Tagebuch auch irgendwann mal lesen können. Können wir das? Warte mal kurz. Das würde ich jetzt mal kurz sehen. Sammlung. Oder Briefe Murangeld-Tagebuch. Ah. Gut. Die werde ich euch dann irgendwann mal vorlesen. Denke ich mal. Oh mein, let's read together here auf meinem Kanal. Ne? Kann man wohl mal ein bisschen üben. So, aber die nächsten Punkte, die machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, einen schönen Nacht und bis zum nächsten Mal, weil es wieder heißt Let's Play Far Cry 4 mit Schulle. Bis dahin, tschüss!